So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Terraria. Heute farmen wir einige Seelen der Nacht, um uns Flügel zu craften. Und danach schaue ich, dass ich mir selber eine neue Waffe im Hard Mode herstelle, damit ich auch mal Schaden machen kann. Und vielleicht bekämpfen wir den ersten Boss, weil er schon im Titel und Thumbnail wieder steht. Verdammt. Ich habe schon ein Loch gegraben, wo wir die Seelen der Nacht farmen können. Das war einfach ein Stückchen nach links laufen. Ich habe da keinen Teleporter hin. Okay. Hallo. Hallo, kommen Sie mit. Ja. Haben wir jetzt Seelen? Alter, wie viele Buffs ich da oben habe? Fast zwei Reihen. Oh lol, Nase! Den 50. Ich weiß gar nicht, dass es für die auch Banner gibt. Oh, ist schnell, so schnell, ja. Oh. Wow! Aber gleichzeitig. So, genau hier. Hier können wir runter. Perfekt rein. Ui, wie tief? So tief. Ich glaube, ich habe rechtzeitig aufgehört auf der richtigen Tiefe. Muss halt in der Höhlentiefe sein und dann dort Gegner töten allgemein. Egal, was man eigentlich tötet. Und, okay. Und hier können die Gegner jetzt diese Seelen der Nacht droppen. Alles, was wir töten. Deswegen einfach hier ausleuchten, ein bisschen rumlaufen. Ja, leuchte ich mal aus. Und dann einfach Gegner töten. Wie zum Beispiel diesen fliegenden Schleim und der droppt Kupfer, ja. Sollen wir hier alles freibuddeln? Ist egal. Ja, aber dann spawnt ja mehr. Nee. Spawnt ja allgemein so in Höhlen und sowas. Aua. Okay. Ja, hast du mehr Platz? Ich habe eine Seele der Nacht bekommen. Also scheint alles zu passen. Okay. Ich weiß nicht, was Seelen der Nacht beeinflusst, weil manchmal spawnen irgendwie 50, wenn man Gegner tötet. Also gefühlt jeder Gegner eine. Oder manchmal der 20. Gegner. Ich google. Ja, genau. Hätte ich auch gesagt sogar. Man kann den Weltenfresser bei aktiviertem Hard Mode besiegen. Dieser droppt dann ebenfalls Seelen der Nacht. Solange man im infizierten Untergrund. Was ist das für ein Deutsch? Im infizierten Untergrund besiegt. Ja, warte, eine weitere Strategie wäre, einen Schleimkönig zu besiegen. Natürlich im infizierten Untergrund. Da jeder der Schleims eine Chance hat, eine Seele der Nacht herzugeben. Oh lol. Ja. Wir killen gar nicht den Boss, sondern seine Lakaien. Ja doch, wenn man den Boss haut, dann droppt er das sowieso auch. Ah. Also er droppt Schleime, meine ich. Achso. Ekelpulver? Ah, ja, alle Monster droppen die, nicht nur dunkle Kreaturen. Ja, ja, genau, man kann auch Meteoriten zum Beispiel in dem Gebiet platzieren, damit... Die Chance, eine Seele der Nacht gedroppt zu bekommen, liegt bei 1 zu 3. 33%? Ja, manchmal fällt's... Alter, sind hier viele Gegner unter dir gespawnt, während du hier rumstandest. Boah. Okay, ja, das war's. Mehr kann ich dir nicht sagen. Okay, töten wir mal die vier Wurmis da im Boden. Mann, die... Ach... Können wir hier mal aufräumen, damit ich schießen kann? Ja. Dafür macht das Aufräumen mehr Sinn. Ja, haben wir überhaupt noch so ein Dämonenaltar? Klar. Oder haben wir alle abgebaut? Weiß nicht. Aber trotzdem wirkt es nicht wie 1 zu 3, muss ich sagen. Nee, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Das fühlt sich nicht mal wie 10% an. Ja, ja, aber manchmal fühlt es sich wie 10% an. Ja, deswegen ja. Bin ich irritiert. Eine Mimik ist hier. Eine fette oder eine kleine? Sieht sehr fett aus, finde ich. Ich weiß nicht, was fett bei dir... Oh Gott, ist sie! Ja, wie hoch kann die fliegen? Ja, ja, ich bin tot. Ah, eine verdorbene Mimik. Ja, das sind die ich brauche. Deswegen meine ich, die will ich auch nicht im Expert-Modus töten. Die sind immer sehr stark. Lustig. Leute, war ich Big Brain Zombie und habe einen Altar übergelassen? Sagt es mir. Sicher. Ja, hier ist einer, ich sehe einen. Unter Wasser. Ja, dann nehmen wir den. Ach, da aber, hä, hier ist doch gar keiner. Bin ich blind? Ja. Ah, da ist einer. Ey, na? Ich wollte mich zu dir porten, wenn ich den Boss jetzt hab. Hey. Ich helf dir. Danke. Okay, ich hab dreimal den Wurmboss. Oh, cool. Mach mal. Ja, aber im richtigen Biom mache ich den. Ja, aber der Altar steht da noch. Baust du den nicht ab? Den kann man nicht abbauen. Den kann man nur zerstören, dass diese Erze spawnen. Und das, dann kommt, hat man den ja nicht mehr. Und wir müssen nur an Untergrundhöhle sein. Infizierter Untergrund, ja. Oh, Infizierter Untergrund oder infizierte Höhlen? Untergrund. Weißt du, was Untergrund bedeutet? Also hier liegen richtig viele Seelen der Nacht rum. Also wird schon passen.
Aua, ich bräuchte nur meinen Manu, der mich unterstützt. Ja, ich habe hier gerade ein paar Probleme, Hilfe. Ja, runterfallen ist schwer, ich weiß. Ja, wenn ich sag's meine, ich bin gleich tot. Nicht beschwören. Ich bin gleich wirklich down. Warum teleportierst du dich fast tot noch? Warum hast du überhaupt Wurmlochtränke? Wie reich bist du? Eine dunkle Scherbe? Oh, die brauche ich. Wer auch immer die gedroppt hat. Hab ich extra für dich gelegt. Danke. Ja. Lass mich heilen. Wie denn? Ich kann dir ein Lagerfeuer aufstellen. Toll, ich will den Boss beschwören. Manu kommt hier einfach her. Ja, ich muss jetzt 3 Minuten warten. Ja. Kannst du nicht nach Hause teleportieren, bei der Ärztin heilen und wieder her teleportieren? Könnte ich das? Erstmal gebe ich dir das da. Oh, 5 Stück. Das da. Wir brauchen richtig viele Seelen der Nacht. Aber jetzt droppen auch extrem viele. Also vielleicht droppen die einfach nachts häufiger. Das kann sein, ja. Würde Sinn machen. Dann würde ich den Boss gerne noch bekämpfen, weil wir nur noch 2 Minuten Nacht haben. Ja, dann mach. Ich drücke jetzt B. Ah, nee, du hast ja. Gut. Dir geht's gut, ja. Sicher. Hier nochmal einen Kuchen. Kannst du dran knabbern. Oh, wo denn? Ach, da. Lecker. Oh, lecker. Oh Gott. Wer ist das denn? Wo ist der Boss? Ist er da? Lol, das ist der Boss. Wo ist der Boss? Warte, irgendwo ist noch ein Stückchen da. Okay, das war der Boss, Leute. Das war, der hätte ich auch tot mit dem kämpfen können. Hol. Warte doch nicht so lang, hol 2. Kann? Nee, kann man nicht. Alter, ist das ein Opfer? Er droppt irgendwie keine Seelen der Nacht. Warum lebt er so lang? Weil er immer wieder sich neu bewegen Meteorit! Will. Oh, lol. Ich habe keine einzige Seele der Nacht bekommen, von 2 Stück. Ich auch keine. Schön. Was ist dieser Guide? Ja, ich gehe mal auf den Englischen. Ja, der Deutsche wird nicht aktuell sein. Kann sein, dass sie das halt deaktiviert haben für Boss oder so. 1.4. You can no longer gain Soul of Knights from King Slime's Minions. Okay, aber das ist ja nicht der Wurm. Aber vielleicht zählt es auch für den Wurm. Aha, jetzt hier steht gerade 1 zu 5. 5, also 9 zu 25. Wir sind Expert World. Okay. Also unsere Drop-Chance ist sogar noch höher, weil wir Expert World spielen. Ja, also eine 36%ige Chance eigentlich. danach sieht es aber nicht aus. Ja, droppt aber nicht von dem Wurmboss. Schade. Hä, wer ist das denn? Wo kommt der denn her? 10 Gold? Das ist ein Zufall. 10 Gold. Wenn ich erstmal da rauskommen lasse, dann können wir ihn richtig angreifen. Ja. Ja. Ja, komm hoch. Oh, ist das schön. Wo ist der Rest? Ach, da. Komm her, Bunny. Oh, Schatzbeutel. Ach, ist er schon tot? Weltenfresser-Trophäe, ja. Wir brauchen irgendwie 25 jeweils für einmal Flügel. Das ist viel. Ja, aber hier spawnen auch echt viele Gegner immer in diesen Nebenräumen. Ja, es gibt so einen Regenbogenzauber oder sowas. Das ist eine bessere Version von dem, den du gerade zum Kämpfen hernimmst. Wo gab's den? Ist das nicht schon vorbei? Ich bin kein Magier, Mann. Doch. Das heißt, ist vorbei? Nein, das ist ein neuer. Das ist ein Hardmode-Zauber, das weiß ich. Warte, ich guck mal. 10 Kristalle, 2 Einhornhörner, 10 Feenstaub, 8 Seelen des Lichts und 15 Seelen der Sicht. Oh, dafür müssen wir den ersten mechanischen Boss besiegen. Das Auge. Ah, mechanisches Auge? Ja. Ja, hab ich doch. Ich weiß, aber ich mach meine Schrotflinte vorher auf jeden Fall. Ja. Und Flügel wären halt auch ganz praktisch. Ja, diese 3 Bosse, die mechanisch haben, alle unterschiedliche Seelen, die droppen. Der eine hat Seelen der Einsicht, Seelen der Macht und Seelen der, keine Ahnung, noch irgendwas. Auf jeden Fall braucht man die für einige der Waffen und so, die man sich herstellen will. Endlich. Ah, kommen sie die Narrenpfeile weg, ist mein Bogen auch echt scheiße wieder. Oh, eine Seele der Nacht, ja. Wie viele haben wir? 19. Check mal kurz, wie viele wir daheim liegen haben. Wir hatten schon ein paar. 8 haben wir daheim. Okay, ich crafte dir Flügel. Dämonenflügel. Was sollst du dir für welche? Ich mach die auch. Wir haben halt ein paar Seelen der Nacht. Mit den Seelen der Nacht kann man auch diese mechanischen Bossbeschwörungs-Items herstellen. Ah. Hier, Manu. Zieh deine Flügelchen an. Oh, was denn? Wo denn?
neben dir. Ach, da. Ja. Oh. Und jetzt einfach den Ballon. Okay. Ja. Und ich verwandle mich, Kraft der Hölle. Wow. Du musst, glaube ich, den Escape weglegen. Oh. Kraft. Ja. Manu? Hallo? Kraft. Wo ist mein Stern? Das Sterncape. Ah, beim Springen sieht man es aber. Ah, da ja, wuh! Oh. Kann fliegen! Ich weiß gar nicht, wie lange. Ah, so. Oh. Ja, aber man kann wenigstens so runtergleiten, das ist ja schon mal angenehmer. Ja. Oh, cool. Ja. Fand ich auch ultra cool damals. Hä? Sah ich schon immer so cool aus? Guck mal. Oh, lol, voll der Dämon. Ist dein Titanhelm wahrscheinlich. Ja, ja, aber ich zieh mich mal aus. Erstmal Farbkorrektur übers Video werfen, damit hier nicht mehr alles lila ist. Ja. Oh, der Fisch hat eine Seele der Nacht gedroppt, ja. Mal ein bisschen entzombain. Ja, das haben die Videos eh nötig. Hilf dir. Soll ich einfach sonst oben im Himmel versuchen, noch weiter so Harpien zu töten? Ja, mach ich bin die. Vielleicht droppt so eine Harpienfeder. Ja, ja. Mimik? Kleine Mimik? Ach so, ja, ja. Kleine. Ja, die Kleine hat auch ein paar wichtige Sachen. Große einmal gesehen habe, erkenne ich den Unterschied. Ja. Tatsächlich. Oh, ist sie tot? Nee, ist sie nicht. Kleine ist eigentlich nicht so schlimm. Ja. Ach, guck mal, das ist so ein kleiner Drache im Hintergrund, Leute. Die springt ja halt auch nicht so 8 Kilometer ins Gesicht. Und tot. Oh, magischer Dolch. Scharf. Wow. Was ist das? Ein Zauber, aber der ist echt nicht so geil. Aber vielleicht ist er besser als der andere. Wahnsinnig schnell. So ein Wurfmesser so gesehen, aber es verbraucht sich nicht. Kostet nur Mana. Ah, Leute, wenn wir gerade alle hier sind. Ich guck mal hier, wenn ich die dunkle Scherbe da reinlege. Den Onyx Blaster will ich mir herstellen. Dafür brauche ich die Schrotflinte von dem Waffenhändler. 10 Seelen der Nacht. Und 2 dunkle Scherben. Und eine dunkle Scherbe habe ich schon. Das wird cool. Das schon. Ja. Oh. Meine Messer. Deine Wurfmesser hier. Ja, komm her, hier. Nimm. 28 Seelen der Macht. Nacht. Oh. Nacht. Ja. Hab ich doch gesagt. 28 Seelen der Macht. 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 Ich hab Macht gehört. Nee, ich hab Nacht gesagt. Was willst du von mir? Macht. Nacht! ja, mach ich mir auch meine Dämonenflügel. Hier, eine Augenbinde noch. Ah ja, habe ich auch eine gefunden. Und weil du drum gebeten hast, noch das Megafon. Oh, danke schön. So, tschüss, Luftballoni. Oh, meine Flügel 4% Crit. Goblin. Warum haben meine Flügel gar nichts? Oh, wie man einfach direkt losfliegen kann. Alter, wie hoch man fliegt. Oh, sind die gut. Ich hatte so lange keine Flügel mehr an. Ja. Oh. Hier. Kann ich meinen Ballon wieder anziehen, bitte? Spielt mal nach. 20 Gold Ach, einmal nachschmieden. Ist der da oben. Echt so günstig. Ich will Geld von dir haben. Ja, ich lass mal 4% Schaden. Ich kümmere mich dann später drum. Aber ich gebe dir Geld. Ja, ich gebe dir Platin. Oder 2. 3. 1. Ich muss ja selber noch meine Waffen und so kaufen. Eine Platin. Ja, ich spare Geld bei ihm. Warum sagt er das? Ich weiß nicht. Achso, gespart ist. Da steht einfach mein Geld drunter. Ah. Ah. Okay. Hier, ein Platin. Ein Abwehr. Nimm vielleicht die Kreditkarte. Also die, 3 Abwehr. Halt. Hallo. Ja. Nimm vielleicht diese Karte, mit dem es günstiger ist. Okay. Ja. Aber reicht nicht schon 3 Abwehr? Achso, ja doch, eigentlich schon. Ja. 4 Abwehr ist, da fordert man nur sein Glück heraus. Hä, warum hat der meine Mana-Cloak nur 1% Schaden als Perk? Wo ist die Kreditkarte? Das ist eine gute Frage, wo ist die Kreditkarte? Schatz, wo hast du die Kreditkarte hin? hier ich will doch nur Schuhe kaufen. Ja. Oh, danke, Baller, wie geil sieht die denn aus? Musst du unten rechts angelegt haben. Achso, hab ich. Ja, schau mal, ob es bei ihm günstiger wird dadurch. Ich weiß nicht mal, ob es so ist. Okay. 4 Gold 40 vorher. 5 Gold 51 jetzt. Ja. Ich spare ein Gold. Okay. Wieso haben wir nur eine Wüste auf unserer Map, oder bin ich doof? Ah, da ist die andere. Das bist du. Ich brauche Corruption. Ich brauche Mumien halt. Die droppen diese dunklen Fragmente. Kann da bitte mal irgendwie... Hallo, Abwehr. 4% Crit. Will ich das? Nee. Haben wir echt nur Verteidigung im Expertenmodus. 2 Abwehr. Zu wenig, oder? Ja, zu wenig. Überredet. Es gibt nur 2 Sachen im Spiel, die man mit den Dark Shards macht. Was denn? 20 Mana. 3 Abwehr. Ach, ich mach nochmal. 3 Abwehr. 3 Abwehr. 3 Abwehr. Hallo? Oh mein Gott, du willst mich einfach nur umbringen. Ich habe kein Geld mehr. Das war dein Platin.
Ja. Ich habe jetzt halt 4% Crit. Ich wollte mehr als 3 Abwehr haben, weil ich ja schon 5 oder 4 gesehen habe. Hier 4 ist Maximum. Ja, dann habe ich jetzt 4% Crit. Ich soll noch, ja, ich fordere mein Glück nicht heraus, Manu. Ich will mehr Crit. Ja, das Problem ist ja... Wo ist das Meer? Cloak werde ich nicht ausziehen wahrscheinlich. Aber was ist hier passiert? Wo ist das Meer? Das Meer ist hier weg. Also halbwegs weg. Ist richtig hart abgesunken. Ich hatte ihn mir runtergegraben. Aber na klar. Wie ist das aus der Map raus? Hallo, wir verlieren unser Meer, Manu. Du hast dich wirklich mal Meer zerstört, oder? Ja, kannst du Mumien umbringen? Ich kann dich umbringen. Wenn jetzt echt Wasser fehlt. Was ist, wenn Alter. Da echt Wasser fehlt? Das Wasser ist aber weg. Du bist ja... Ey! Ariel! Guck, hier ist ihr Auge. Was hast du denn getan? Nichts. Ich habe hier geguckt und es hat auf einmal ein Stück mehr gefehlt. Ja, du meinst doch gerade irgendwas weggegraben oder so? Ja, was habe ich vor Ewigkeiten am Anfang verfragt? Ist hier ein Meteorit eingeschlagen? Ja, das kann sein. Ja, vorhin gab's ja die Meldung. Ja, ist der aber dann Lol. So... Warte, also hier hat dich einmal runtergebuddelt. Das liegt an dir, das ist also... Ja, aber ist ja schon ewig hier? Das sieht schon sehr danach aus. Ja, dass ich einfach hier runtergebuddelt habe und dann ist bis mehr am Wasser abgeflossen. Ja, ich helfe dir. Wobei. Beim Ausrotten. Nein, lass das Meer doch. Wir brauchen es echt für den Boss. Ja, woher habe ich meinen Dark Shard, bitte? Weiß nicht. Was ist das? Ja, so ein Yin und Yang-Hälfte ist das. Okay. Hast du davon auch eine im Inventar? Könnte natürlich sein, aber ich glaube nicht. Wenn dann überhaupt in meinem Void-Ding, gucke ich sofort, ich werde angegriffen, währenddessen ich das Meer retten will. Ich arbeite bei Greenpeace. Okay, das Meer ist sicher. Dankeschön. Dann schaue ich mal mein Void. Nee, habe ich nicht. Okay. Sometimes carried by creatures in dark deserts. Aber wir waren in keiner Wüste. Wir haben die da links gefunden. Gab es da irgendwo eine Stelle, wo viel Sand rumlag? Keine Ahnung. Ja gut, dann muss ich echt weiterhin probieren, dass die da den Strand da rechts berühren. Warte, ich verwandle es einfach in eine Wüste. Ich würde das Spiel schon akzeptieren. Ja, magst du währenddessen nochmal ein paar Seelen der Nacht holen? Ach so, okay. War gerade auf dem Weg zu dir. Aber ich verstehe schon. Ja, ich brauche 10 Stück brauche ich nur noch, dann habe ich alle. Wo war ich denn? Wo war das gerade? Links. Also nicht direkt unter uns, okay. Nee, links. Ah, da wo grün ist. Ja, genau, ich bin auch einmal vor gestorben. Vor dem Corruption-Gebiet. Oh, eine Piratenkarte. Ich kann eine Pirateninvasion beschwören. Oh, cool. Mach mal bitte nicht. Überredet. Die können wir ja gerne nochmal holen, sobald wir irgendwie ein bisschen stärker sind. Aber macht jetzt gerade, glaube ich, echt keinen Sinn. Nee. Später, wenn wir ein bisschen Geld brauchen oder so. Also jetzt? Also ich bin komplett broke. Du bist aber auch komplett ins Gambling reingefallen. Ja, ich hatte 4-mal hintereinander 3-mal Abwehr. So, ich bitter. Oh, eine große Mimik. Und ich bin fast tot. Oh, dunkle Mumien. Aber sie haben es nicht getroppt. Oh, eine dunkle Mumie. Alter, die Mimik ist so krank. Die kann ja durch Wände. Ja, die kann alles. Hä, hey, warum denn? Ey! Hätte ich einen Teleport, würde ich zu dir gehen, aber ich habe keinen. Warum hast du denn nie was? Ich weiß nicht. Die kann ja alles. Die hat doch 8 Millionen AP, was denn? Nein, 8000. Hilfe. Du hast eine Klette besiegt. Mich. Vom Meteor? Vom Meteor? Was? Hat die Meteor gespuckt oder so? Keine Ahnung. Das war ein bisschen unfair. Hä? Ach, das ist die verdorbene Mimik. Ich dachte gerade, was ist das? Ich bin hingegangen, weil ich dachte, schon wieder eine Mimik. Nee, never ever. Aber doch, sie ist bei mir. Komm bitte, bitte. Ja, ich bin gerade daheim. Ich gehe jetzt gerade runter. Bitte. Gehe ich in die Trankschublade. Wurmlochtrank. M. Bitte. Rausgrollen. Mane. Bitte. Oh, da ist sie. Kennst du die? Aua, 130 Schaden. Ja, geil, ne? Lecker, oder? Ja, ich halte aber ganz viel Abstand, dann kann sie ja nichts. Oh, die bewegt sich nicht. Noch? Ja, die bewegt sich nicht. Nutz es. Ja, nutze ich. Kimmer den auch um rechts, bitte. Ja. Oh, du meinst der sich die ganze Zeit in der Wand versteckt? Ja, genau der. Alter, komm weiter. Ah, Kometen, das sind die. Ich bin fast tot. Und du auch. Boah, wann ist mein Leben so gesunken? Ja, durch den Kometen. Ich hab ihn sogar diesmal gesehen. Oh, dich hat's ein Feuerball getroffen.
Gib Manu. Oh. Ne, Gilt. Hilfe. Treffst du nicht. Oh, die hüpft hier ultra schnell unter mir rum. Oh Gott! Uff. Ja. Ich hab sie gleich. Ja, ja, ja. Ist sie tot? Sie hat sie nur versteckt. Ach du Scheiße. Töte sie, Manu. Oh. Sie. Ah, siehst du mich? Oh. Oh, oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Ah, da ist sie. Oh, ich hab's gesehen. Ich bin der beste Spieler aller Zeiten. Alter. Ah, was hat sie dabei gehabt? Weiß nicht, für Leben. Okay. Was war denn? Ich dachte schon vor einer Stunde, die stirbt. Und dann war die einfach. Ja, ja. Ist echt krass, was die aushält. Großer Heiltrank und Fäulnisgeruch. Feinde greifen dich seltener an. Um 5% oh, erhöhter Schaden. Und Chance auf kritischen Treffer. Ja, das kann ich mit den Fernkampfwaffen-Accessoires zusammen craften. Ich auch mit meinem Magie-Ding? Nee. Warum nicht? Oder vielleicht doch. Stimmt, Alter, labert einfach nur Scheiße. Ich hab gerade nur das gedacht, was ich kann, aber ich weiß ja nicht, was ich machen kann. Ich ziehe es rein und ich sehe... Ah, mit meiner Mana-Blume zusammen. Ah, und dann greifen cool. Die Feinde weniger oft an. Ja, glaub schon. 8% Magie-Reduktion. Wo ist denn meine Flasche? Ach, die trage ich gar nicht mehr. Hä? Hä? Doch, die hast du wahrscheinlich zu was anderem schon gecraftet. Ah, Mana-Cloak, ja! Ja, genau. du kannst später so ein Heiler-Bild, aber... Also ich würde es auch nicht machen bei dir. Also ich würde machen, dass du mehr Aggro kriegst, weil du kriegst später eine Rüstung, mit der du dich heilst, wenn du Schaden machst. Ja, ich scheine es ja eh nicht zu bauen, komm her. Ja, liegt einfach in die Kiste. Ich muss meine eine Mumie noch finden, die das droppt. Ja, ich will aber auch 3 Platin dafür haben, ne? Okay. Hast du 3 Platin mal für mich? 12 Gold. Oh. Warum hat die so wenig Geld gebracht? Keine Ahnung. Oh, eine Augenbinde. Echt, nur 12 Gold? Hast du nicht alles aufgehoben? Weil eigentlich kauft die, glaube ich, 50 oder sowas. So eine Mimik. Mal schon, dass ich das aufgehoben habe, weiß ich nicht. Kann sein, dass die kleinen Mimik 50 Gold trocken. Ja, das macht Sinn. Ja, ich hab's. Meine zweite dunkle Scherbe. Okay, Manu, es geht voran, es geht voran. Achso, so, ich komm zu dir zurück. So, hallo. Ja, Hier, hol's raus, da. Was soll ich rausholen? Ja, hier bei mir, guck mal. Da drin. Achso. Eine Seele der Nacht. Oh, danke, Manu. Nein, das daneben. Ein feines Geruch. Ja. Oh, das kann ich nicht. Ich habe einen leeren Slot da. Also, ich tue mal da rein, ne? Warum hast du denn einen leeren Slot? Ich habe nichts, was ich so dringend brauche. Ich hatte da dieses Bienending da drin, oh, aber... Ich habe so 10 Sachen, weißt du? Ja, ich krieg die ja alle noch. Seelen der Nacht? Hast du 10 Stück? 9? 9? Nee, gar nichts. Das war's. Eine. Oh, hier sind noch 12. Ich bin hingegangen, dann war die große Mimik da, bin instant gestorben. Bin hingegangen, da war die große Mimik da, hab sie umgebracht und jetzt wieder hier. Ah ja. Ja, ist recht. Hat ja genau gepasst. Hallo? Hallo Waffenhändler, eine Schrotflinte bisse für 21 Gold. Dankeschön. Dann möchte ich nach Hause. Ich fahr. Ja? Und dann kann ich jetzt hier Onyx Blaster herstellen. Ja. Oh, ist der cool, Leute. Der ist schon cool, Leute, ne? Ja, der ist cool, Leute. Danke. Ja, der ist cool, oder, Leute? Ich sehe nicht. Ich sag's aber nur noch 100 Mal. Ich komm gleich zu dir. Ich craft nur kurz noch ein bisschen Munition. Danach habe ich gesucht. Jetzt halt wieder. Davon brauche ich ein paar. Wir müssen uns ein oberirdisches Pilzbiom auch noch anlegen. Wofür? Oh, das ist stark. Oh. Wofür denn? Da gibt's so einen Pilz-NPC, der dann einzieht. So einen freundlichen. Und man kriegt ja, was bringt das? Der was verkauft. Das? Damit kann man so Pilzbarren machen. Das sind also eine Art der nächsten Rüstung. Es gibt entweder so aus so grünbarren Rüstungen oder aus so Pilzbarren Rüstung. Ein Hoverboard kann man sich auch machen dann. Oh. Das sind Flügel, glaube ich, die aber so ein bisschen anders funktionieren. Oh, wer bist du denn? Aua, Feuerrad ist echt nicht so gut. Gottes Willen, warum sind hier so viele Teleport-Leute? Die hat mal richtig den OP-Stab. Hä? Die haben so einen Stab gedroppt, der hat dich dahin teleportiert, wo du mit der Maus hinklickst. Ohne Cooldown, ohne irgendwas. Als ob. Geht ja mega stressig auch zum Spielen. Wahrscheinlich, ja. So, hab ein paar Kristallsplitter gesammelt. Und die müsste ich jetzt eigentlich zusammen craften können. Ich kann meinen Guide fragen, ja. Herstellen, hallo, ich hab die da. Wie mache ich daraus ein Baller-Zeug? Hier ist eine kleine Mimik. Oh! Stein der Weisen!
Ah, du hast den guten Stein dabei. Healing Potions, 25%, 3 Abwehr. Oh, geil, willst du haben? Erzeugt beim Aufräumen mehrere Kristallscherben. Genau, ich brauche Musketenkugel und Kristallsplitter. Habe ich. Was war der Stein der Weisen? 25% weniger Heal-Cooldown. Genau, den kann man mit dem Lebensband zusammencraften. Das ist eigentlich ganz cool. Lebensband? Habe ich ja, das? Ja, was Lebensregeneration erhöht. Ja, habe ich nicht. Schade. So, Kristallpatronen. Okay, ist echt günstig, die herzustellen. Das ist ja ganz gut wenigstens. So, und dann können wir das... So, jetzt habe ich 3000 Munition. Jetzt... Ja, jetzt sollten meine Schüsse auch nochmal aufprallen in kleinere Schüsse, die 50% des Schadens nochmal machen. Super gut. So, was? Wie komme ich nach Manutau? Porten. Man kann hier nicht hinlaufen. Ich lauf. So, habe ich jetzt eigentlich alles abgearbeitet, was ich dir geschrieben habe? Ja. Alle 5 Punkte. Oh. Es hat nur über fast 1,5 Stunden gedauert. Alter, ist das eine stressige Waffe. Ich will die Messer verkaufen. Hallo. Hallo? Oh, männlich. Hm. Moin, schau mal, was ich hab. Oh, Stein der Weisen. Aus Harry Potter. Gepanzert sogar, wow. Oh. Klar, natürlich. Oh, ich hab noch einen Kobaltschild, den kann ich eigentlich wegtun. Hä, warum das denn? Den hab ich doch auch. Achso, ja, damit kann man auf Lava stehen, der war für den... Achso, Obsidian-Schild habe ich. Ja, genau. Ja. Ja, aber... Ich weiß nicht, wie sehr er noch wirklich stört. Achso, eigentlich gar nicht so sehr, stimmt. Ich dachte, das wäre... Damit kann man halt auf diesen Lava-Blöcken stehen, der war für den Lava-Boss. Ja, klar, klar. Okay, das heißt, ich könnte was wegpacken. Ja. Oh. Ja, wollen wir noch im Heiligenbiom ein bisschen farmen und hier noch irgendeinen zweiten Zauber machen? Oder wollen wir jetzt erstmal gucken, dass wir einen der Bosse töten? Ein zweiter Zauber? Was war denn der erste? Der Meteoritenstab. Ach so. Okay, das war vor 2 Wochen, wo wir den gemacht haben. Ja, aber ist ja eine Anfangshardbox. Ja, ja, ja. Weißt du, wie diese Waffe funktioniert zumindest? Nee, ne? Nee. Ja, wir müssen berechnen eigentlich dieses Crimson-Zeug. Ja, aber lass mal den Zaubern, bevor wir den Boss bekämpfen. Ja, ja, meine ich. Aber mit dem Crimson-Zeug könnten wir die halt den besseren, den Zauber machen, der das Gegner auch schwächt. Wäre halt echt gut. Dann würden wir beide ja mehr Schaden machen. Ja, aber nutze ich den durchgehend dann? Oder ist es nur einer, den ich zwischendurch immer zum Drauf... So ein Dot-Art. Okay. Könnte ich auch nehmen. Du weißt nicht. Nee. Ihr könnt es auch später holen eigentlich. Das ist ja nicht. Werden wir erstmal stärker. Ja. Ja, ist ja gerade Tag. Also einen Tag müssen wir jetzt irgendwie noch beschäftigen. Und dann können wir in der nächsten Nacht eigentlich mal das mechanische Auge bekämpfen. Ah. Probieren. Wo? Auch wieder hier unten? Daheim. Ach so. Töte dann einfach alle NPCs wieder, das Übliche. Das ist mir egal. Ich kraft mal den Stein der Weisen mit dem Ring zusammen. Ja. Ich schon hier chill. Märchenzauber, da ist er. Plus 1% Schaden. Naja. Wo ist der Goblin Boy da drüben? Ja, ich verschwende auch mal mein Geld. Versuch mal den Ring besser zu schmieden. Mit Verteidigung. Ja. Oh. Bin pleite. Hat irgendwie 7-mal plus 2% Schaden bekommen hintereinander. Als ob, ey. Mm. Ey, wie kann das so teuer sein? Du hast aber hoffentlich die Kreditkarte genommen. Was ist eine Kreditkarte? Bombay. Oh, ich muss meine Schrotflinte unbedingt umschmieden. Ja, gut, dass er... Nice. So das Wichtigste eigentlich. Ich habe gar nicht drauf geguckt, dass die auch was hat. 4 Gold kostet. Einmal kann ich. Oh, 14% Schaden extra. Lol. Aber hat Minustempo. Es ist trotzdem nicht ganz so geil, aber trotzdem schon mal stärker geworden. Ach stimmt, es gibt so einen Steuereintreiber. Was? Ja, man kann sich so einen Steuereintreiber NPC holen und für umso mehr NPCs in der Gegend in der Nähe wohnen, umso mehr Steuern treibt der ein. Dann kannst du ihn immer ansprechen und sagen, hey, gib mir die Steuern der Bewohner. Ja, und wie viel ist das? Ich weiß es nicht, wie viel der einem gibt. Warte, ich guck mal im Wiki. Der sammelt 50 Kupfermünzen pro Minute und sammelt bis zu 10 Gold. Und immer wenn man anspricht, kann man das halt rausnehmen bei ihm dann. Hallo Leute, da sind wir wieder. Manu hat gesagt, er hat einen Monolog für euch. Hallo. Das war's. Ist die Aufnahme an? Ja, die Aufnahme ist an. Also, Zombie hat mir eine tolle Liste gegeben, bei der man sich die Rüstungen der Magier und der anderen Klassen noch angucken kann und was da so am besten ist oder was es allgemein für Optionen gibt. Ich habe mir da jetzt die Zauber einmal angeschaut und finde alle so ziemlich scheiße, bis auf 2. Und zwar der Pipi-Zauber,
den Zombie schon die ganze Zeit haben will, damit die Gegner schwächer werden. Und Crystal Storm, bei der uns aber noch etwas fehlt. Und Seelen des Lichts ein bisschen. Genau. Ja, den habe ich ja vorhin gesehen, den Crystal Storm. Ich dachte, oh, ich kann einen Zauber für dich craften. Das war, warum hast du den nicht? Ja, weil ich keine Seele des Lichts habe. Ja, ich glaube, dein Meteoritenzauber reicht, ist eh besser für den Boss, den wir jetzt machen. Ich will den nicht, nein. So. Links reinplumpsen. Hm? Achso, du bist sogar schon tiefer. Ja, klar. Wie von FF7. Achso, die heißt ja so. Ja. Muss ich noch spielen. Ich auch. Ja, du musst doch Sekiro spielen. Ich hab's einmal vor Release angemacht und dann nie mehr. Aber mache ich noch. Das ist immer so schlimm eigentlich, dass es da so unterschiedlich ist. Weil es gibt ja so Hardcore-Fans, die würden einen umbringen, wenn man so sagt, ja, ich hab's vor Release und hab's nicht gespielt, lol. Es gab halt echt einfach keine Zeit. Passiert. Ich habe auch nicht wirklich Zeit gefunden, aber es liegt daran, weil ich 40 Stunden Minecraft Dungeons mit dir spielen muss. Das stimmt, okay, das stimmt. Also Dungeons kam da wirklich... Aber Dungeons war ja auch nicht geplant. Nee, nicht wirklich. Es kam halt einfach so raus. Wir hatten es ja mit Paluten aufgenommen und dann hatten wir, waren wir halt schon im Spiel drin. Dann habe ich halt so ein bisschen weitergespielt und habe ich gesagt, boah, du mach mit. Und hat er mitgemacht. Ah, nee, ich glaube, also ich hätte es auch, glaube ich, so weitergespielt, weil mir schon die ganze Zeit klar war, ich habe eh Lust auf ein Diablo. Und es gibt keins. Und es gibt kein gutes Diablo. Nicht mal Diablo ist ein gutes Diablo. Ja, Diablo 3 ist echt merkwürdig. Ja. Ich hoffe, 4 wird halt cool. Nee, die gehen nie mehr zurück zu dem alten Skillbaum oder zum guten. Ja, aber der war cool. Ja, richtig. Also ist ja so ein Diablo 2 Remaster, glaube ich, wird bald angekündigt, eventuell. Ja, ja. Nicht bald, der wurde angekündigt. Wurde das schon offiziell? Nee, ich glaube offiziell noch nicht, nur Rumors. Gerüchte. Hä? Rumors gab's doch vorher schon. Ich dachte, die wären jetzt final. Jetzt nimm mir doch nicht mal meinen Diablo. Okay. Lass mal in Gruppe gehen und jetzt Boss bekämpfen. Ey, mein Zauber, hallo? Können wir die kurz holen? Nein, jetzt Boss hier. Ich hab schon eine Seele. Ich habe jetzt keine 10 Stück. Komm hoch. Ja, warum? Haben wir wirklich gar keine? Dein Meteorit ist eh 500 mal besser. Nee, du hast keine Ahnung. Ja, aber ich schreie einfach lauter. Ja, jetzt habe ich schon 2. Jetzt kommen wir. Manu! Die hauen ab, wenn Tag wird. Okay. Will ich nochmal 35 Minuten warten, bis jetzt Nacht wird. Weißt du noch, als ich meinte, ich habe 50 Abwehr? Ja. Ich habe ohne Buff, ich habe sogar noch ein paar Buffs. Ich habe 25. Was ist passiert? Keine Ahnung. Hast du irgendeine Robe Kleidung ausgezogen? Nein. Das war auch mein erster Gedanke. Ich habe noch alles an. Hä, aber die allein Brust und Hose machen 26. Brust macht bei mir Titanbrustplatte. Ne, das ist doch die ich ja haben sollte. 15. Ja, genau. Und die Hosen machen 11. 11. Ja. 26. Yeah. Warum habe ich 25? Du hast gerade einen Debuff wahrscheinlich. Beschädigte Rüstung, Abwehr ist halbiert, ich dachte schon. Oh lol. Wie lange ist es noch da? 2 Minuten. Junge, geh zur Medizinfrau, die macht das glaube ich weg. Macht sie? Die steht oben rechts. Mama! Deswegen kostet es auch extra Gold. Hallo? 1 Gold. Oh, ja, ist weg. Jetzt habe ich 45. Okay. Puh. Ja, dann klick hier deine Kristallkugel an für extra Damage, ne? Hab ich, ja. Okay. Hobby Time! Oh, was ist das denn? Komm jetzt! Das sind hier Freunde! Ich muss weiter rauszoomen, Manu, verteidige mich. Nee, ich bleib so. Okay. Ich zoom nicht mehr weiter raus. Ja, ich geh aufs eine Auge, du aufs andere. Ja, wir sind getrennt voneinander. Ja. Jetzt mehr. Oh. Ich hab das, was Laser schießt. Ich würde gerne auf beide gehen. Was ist, wenn ich so mach? Ja, wir können sie doch zusammenpullen. Boah, manchmal die Schale. Meinst du Charge zu dir? Ja. Gut, das ist die Trefferfläche als Reiter. Ich mach mal so. Ah, ich drück mal B. Ja, kränke rein, genau. Ja, stimmt, ich auch. Ja. Oh, komm aber gut weg gerade. Ich bin zurück. Ja, ich brauch da echt noch eine bessere Verzauberung. Hilfe. Ja, ist schön. Funktioniert ganz gut, auf die zu ballern. Ja, total. Und schießt dir voll. Erstmal einen Heiltrank reinwerfen. Ich hab leider Cooldown. Ja. Manu. Hilfe. Ja, halt ich werde sterben. Halt dich dann schnell bei dir. Ja, mach ich gleich, wenn ich das überleben sollte. Die gehen halt nicht. Ich schieße ja auf beide.
Ja, aber sie wollen mich. Ja. Ich bin der Coolere. Ja, weil deine Meteoriten einfach eine Milliarde Schaden machen. Okay, lebe. Puh. Okay, jetzt schießen wir schneller weg, dass die noch stirbt. Wir können noch eins erst töten. Ja, wir können die fokussen. Das macht es 100-mal einfacher. Lass auf das Grüne gehen. Das chargt jetzt eh. Okay, okay, jetzt sind beide am Ausrasten. Jetzt ist wieder egal. Okay. Also das Grüne macht 1000 Schaden. Das darf dich nicht berühren. Alter! Ja, ich sehe es. Ich gehe einfach auf das Grüne. Hilfe, es chargt mich an. Ja, es chargt mich jetzt. Jetzt hat eine Laser. Ich kann mich wieder heilen. Es kommt wieder mit Feuer. Achtung. Ja, ja, ich sehe es. Ja, ja, ja. Das Grüne ist fast tot. Ich sehe es ja mehr. Nee. Ich hab dich Ranged. Ich bin fast tot. Ich muss mich heilen gehen. Ja. Ich bin auch fast tot. Flamingo. Ich ein HP noch. Flamingo, trag mich. Ich bin tot. Ich hab mich geheilt. Der Laser hat die ganze Zeit Schaden gemacht, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich bin in 20 Sekunden wieder da, ne? Okay, eins ist tot. Oh, oh, das hätte ich nicht machen sollen. Ah, okay, es war nur einmal kurz eine Phase. Ja, nur noch 13 Sekunden. Okay, beim Schnellballern hochfliegen und ansonsten nach rechts laufen. Hab's. Geschaut. Fliegen? Oh. Da! Hallo? Hallo? Aua, fliegen, hab ich gesagt. Aua. Oh, da bin ich. Oh, oh, das, da ist du hast ihn besiegt! Ja, danke. Oh, gut gemacht, Manu. Danke. Wo ist der andere geplatzt? Keine Ahnung. Okay. Lootbeutel. Oh. Wow. Die heiligte Barren, daraus kann man eine Rüstung machen. Seele der Einsicht, die brauchen wir fürs Craften. Mhm. Und mechanisches Radstück, damit macht man Minecart, wenn man alle drei mechanischen Bosse besiegt hat. Ja, mechanisches Radstück hier. Danke. Ja, und die Seele dann und die Barren. Die Einsicht, gucke ich mal meinem selber an. Wo ist er denn? Ach, da links. Ich gucke einfach mal mit. Ist eigentlich eine gute Idee. Herstellen. Seele der Einsicht. Gehen wir von ganz oben nach unten durch? Oh, okay. Okay. Ja. Also Seele der Einsicht in der Flasche. Ja, okay. Kacke. Drax. Drax. Ja, genau. Spitzhacke? Das da drunter nehmen wir aber. Die Spitzhacken-Axt. Axt und Spitzhacke gleichzeitig. Genau, die brauchen wir dann auch, um neue Erze, glaube ich, abzubauen. Optischer Stab? Also Spitzhacke können wir erst machen, wenn wir alle drei Bosse haben. Brauchen wir Schrecken, Macht und Einsicht. Genau, optischer Stab beschwört so fliegende Augen, die für dich kämpfen. Der ist richtig gut. Ja. Die machen sieht ja auch echt, doch krass aus. Die machen auch echt viel Schaden. Also den können wir uns beide eventuell craften. Aber es kostet auch echt viele Seelen. Müssen wir vielleicht dann später nochmal machen. Eine Harfe. Schießt so Musiknoten und macht gut Schaden. Ja, sieht krass aus. Feenglocke. Das ist ein Lichtpad. Eine kleine Fee, die dir hinterherfliegt. Die ist cooler. Oh, die hätte ich gerne. Ja, die können wir uns machen. Kostet ja auch nur 8 Seelen des Lichts. Bisschen Feenstaub und so eine Glocke, die kann man beim Magier kaufen. Dann die Regenbogenrute, das Ding, was du haben willst. Ja, sieht echt stark aus. Ja, genau, das ist so ein Lenkzauber, der wieder der Maus folgt oder automatisch anvisiert, wenn du einfach nur spammst. Ja, jetzt. Machst du? Machst du? 8 Seelen des Lichts brauchen wir. Ja, das Einhorns, haben wir das? Das haben wir alles. Alles andere haben wir. Genau, und ansonsten. Also nur Seele des Lichts. Genau, ansonsten kann man noch so ein Rächer-Symbol machen. Das macht zwar 3% weniger als das Siegel des einer bestimmten Klasse, aber ist allgemeiner Schaden. Also kannst du dann theoretisch halt auch mit Schusswaffen und Magie gleichzeitig spielen oder sowas machen, aber nee. Und ein Logiksensor, aber ja, nee. Ja, dann nimm mal hier, dann fahr mich jetzt im Seele des Lichts oder was. Die geheiligten Barren kannst du nochmal bei ihm reinziehen, Mama. Gibt eine Rüstung. Melee-Damage, Fernkampf. Ich glaube, die hat eine Verteidigung mehr, der Helm zum Beispiel, also die ist jetzt nicht viel krasser. Ja, ja. Magischer Schaden. Die hat, glaube ich, einen Perk, dass wenn du getroffen wirst, dass Warte, ist es schlechter? Warum das denn? Was ist schlechter? Die hat gleich viel, also sie hat eine Abwehr mehr, gleich viel Mana, aber erhöhter Magieschaden nur 12%. Und wie viel hat deine? Und meine aktuelle hat 16. Achso, ja, kann sein. Das ist vielleicht eher so eine Nahkampfrüstung oder so. So eine Paladin-Rüstung klingt jetzt auch nicht nach Magier. Ja, dann die Bohrer, dann gibt's ein Gewehr, Excalibur, ein Speer, eine Reitlanze, wieder so eine Peitsche, so ein Schwert, Peitschenschwert. Ja. Eine Lichtscheibe und Kürbismond-Medaillon. Damit kann man so ein Event hervorrufen, wo ein ultra starker Stab für dich später droppt. Das Event machen wir später. Weil wir nichts tot kriegen dort. Wir haben schon 5 Seelen des Lichts. Ja. 7 brauchte ich. Oder 8? Ich brauche doch auch Tausende. Ja, aber für den Zauber meine ich. Für den Zauber brauchtest du 8.
Ja, machen wir erst einen Zauber. Das klingt eigentlich auch nach einer Idee. So, das war's mit der heutigen Folge Terraria. Wir haben den ersten der drei mechanischen Bosse erfolgreich bekämpft. Beim nächsten Mal werden wir Manu die Regenbogenroute machen und uns Feen herstellen. Und dann gucken, wie wir weitermachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimbelmann.